Hallo und herzlich willkommen zurück zu More for Your Interests Synth DIY. Ich bin ein Gentleman Rocker und in dieser Folge wollen wir uns mal die Features angucken, die Gadget in den Updates dazu bekommen hat. Der erste Überblick, den ich gemacht habe über Gadget, der war in der Version 1.3. Da war eigentlich nichts an Basissachen dazugekommen, außer Ableton Link, was nicht unwichtig ist. Das ist halt Möglichkeit, geräteübergreifend und auch von zum Beispiel PC zu iPad Software miteinander zu synchronisieren. Nicht unwichtig, gerade wenn es darum geht, am PC Synthesizer zu benutzen, die nicht da sind, oder über den PC, über Ableton zum Beispiel, Sachen zu steuern. Das ist auf jeden Fall was, was nicht unwichtig war. In der Version 2 ist dann Folgendes dazugekommen. Nehmen wir uns mal das Akustikpiano, ist ja egal. Wir haben halt zusätzlich zu den Scales hier noch einen Arpeggiator. Arpeggiator ist halt sehr interessant, um recht einfach spielerisch Melodien hinzubekommen. Das wäre jetzt ein Akkord. Keine Ahnung, was es ist. Ich habe einfach irgendwelche Tasten gedrückt. Das Gute ist, da es eine Scale ist und man die Tasten selten nah beieinander drückt, hört sich das meistens gut an. So, das ist ein Standard-Arpeggiator ab. Eine Oktave. Zwei Oktaven. Drei Oktaven. Das gleiche als Down. Und dann gibt es noch zwei Alternativen. Die halt zum Beispiel auch in zwei Oktaven. Dann gibt es Random, das ist halt im Gegensatz zu den Alternativen 1 und 2 ist es nicht immer gleichmäßig, sondern wirklich total zufällig, welche Note gespielt wird. Und Trigger ist halt alle Noten, die gespielt werden, in dem Rhythmus, den ein Arpeggiator mitbringt, zu spielen. Damit kommen wir zum zweiten Teil. Ich wähle jetzt einfach mal Alternative 1 aus und spiele mal. Und hier unten sieht man die Gate Types. Und die sind halt dafür da, diesem recht gleichmäßigen Arpeggiator ein bisschen spielerische Qualität zu verleihen. Das ist jetzt zum Beispiel halbe Geschwindigkeit, klar, Viertelgeschwindigkeit. Achtelgeschwindigkeit. Und hier fangen wir an, Triplets und ähnliches, also Rhythmen an. Da ist ein bisschen Shuffle drin. Das sind halt verschiedene Rhythmen. Ja, und das kann man dann natürlich durch Chord Progressions, also durch Verändern des Akkordes, kann man da halt schöne Melodiebegleitungen machen. Wir haben hier noch die Möglichkeit, die Gate Time einzustellen. Dann merkt ihr, wenn ich ins Negative gehe, dass die Noten kürzer werden. Das ist halt im Endeffekt, wie lange die Taste von dem Arpeggiator gedrückt wird. Es ist jetzt nicht so, dass der Arpeggiator, also das Spiel am Arpeggiator aufgenommen werden kann. Ich kann also nicht machen und das aufnehmen. Beziehungsweise doch, ich kann es aufnehmen. Nur ich kann halt nicht aufnehmen, die Veränderung und die danach verändern. Weil, ich nehme jetzt einfach mal auf, das ist jetzt ein Bar, ich mache es mal eben ein bisschen länger, dann drückt man auf Function, dann kann man hier oben auswählen, wie viele Bars, nehmen wir mal 4, denken wir uns mal, spielen wir mal ganz spontan 4 Akkorde. Gut, dann müssen wir aber den Arpeggiator mal ein bisschen kleiner machen, weil 4 Oktaven ist ja schon echt heftig. Der Rhythmus, das gefällt mir. Nehmen wir mal einfach auf. 1, 2, 3, 4. Ah, fuck. Jetzt habe ich schon wieder noch zu viel gespielt wahrscheinlich. Ich
nicht aufgenommen. Schade. So. Jetzt ist natürlich egal, was ich hier einstelle und darum geht es mir halt. Die Noten verändern sich halt nicht mehr, weil der Arpeggiator halt vor dem, also zwischen dem Keyboard und dem Instrument quasi liegt und die Noten, die in der Sequenz aufgenommen werden, eingespielt werden. Auf jeden Fall eine Bereicherung. Und natürlich kann ich jetzt, wie gesagt, damit es dann nicht so straight ist, obwohl es ja jetzt schon ein Rhythmus ist, der so ein bisschen unterbrochen ist, kann ich jetzt Quantize ausschalten und dann die einzelnen Noten mal so halten und wiggeln. Und dann mal einfach gucken, wo die stehen bleiben. Dann sind die nicht perfekt, aber meistens nah genug an dem, was sie vorher waren, um nicht falsch zu wirken. Das ist jetzt die vierte Bar. Das ist jetzt so ein bisschen. Ja, ist minimal. Wenn man es mehr haben will, kann man es machen. Fühlt sich dann im Zweifelsfall gespielter an. So. Das war das. Jetzt gucke ich mal, ich habe hier eine Liste mit den Updates, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Für den Sequencer gab es halt auch Updates, also Sequencer wäre halt hier das. Ich kann halt leichter scrollen, ich kann auch leichter als am Anfang zoomen. Das macht man, indem dass man hier oben, und das ist ganz wichtig, weil das echt nicht offensichtlich ist. Ich muss nicht oben auf den Bar-Tastern, also auf Bar, 1 Bar, 2 Bar, 3 Bar, 4 Bar, sondern auf den 1.1, 1.2 halten und dann kann ich mit dieser Pinch-Bewegung quasi rein und raus zoomen. Und wie man sieht, wenn man nicht genau richtig macht, dann malt man Noten. Ist noch nicht perfekt, aber ist definitiv besser als vorher war, weil vorher hat er es gar nicht erkannt. Und hier müsste ich jetzt halt zum Beispiel näher rein, um die einzelnen Noten rauszukopieren. Die ist so klein. Wenn das nicht geht, Select benutzen und dann auf Delete drücken. So, iCloud-Synchronisation meines Erachtens nicht so wichtig. Es gibt eine iPad Pro-Unterstützung. Ich benutze ein iPad Pro. Das heißt, der benutzt halt die Hardware besser, die sich teilweise darin verändert hat. Läuft aber genauso gut auf einem aktuellen iPad Mini, Air, wie auch immer die heißen. Es gibt eine iPhone-Version und das ist eine Universal App. Das heißt, wenn ich mir die Version fürs iPad gekauft habe und ich würde mir jetzt ein iPhone kaufen, hätte ich darauf auch die App mit allen Gadgets, die ich gekauft habe, mit allen Zusatzpaketen, Sachen. Ja, das ist das, was in der Version 2 dazu gekommen ist. Da gab es die 2.1. Das sind echt nur Kleinigkeiten und vor allen Dingen Unterstützung für Nano Key und Nano Control Studio. Das sind zwei Hardware-Controller für das iPad, beziehungsweise man kann es auch für andere nehmen, aber es ist halt sehr kompakt, hat ungefähr die Größe von einem iPad. Und es gibt halt diese Unterstützung, dass das Gerät direkt erkennt, dass das Teil dran ist und dann zum Beispiel Drehregler oder ähnliches auf die Bedienteile mappt. Das ist in der Version 2.5, also der Version, die jetzt rausgekommen ist, nochmal verbessert worden. Und da gab es dann, wie gesagt, diese drei neuen Gadgets. Zusätzliche Insert-Effekte. Wir haben jetzt hier unser Piano, was da vor sich hin spielt. Und wenn man hier unten auf dieses EFX drückt, ich mache das mal eben aus, dann haben wir hier 5 Effektslots. Da könnten wir jetzt zum Beispiel, was zum Beispiel hier Sinn machen würde, erstmal einen Kompressor draufpacken. Das heißt, ob es Sinn machen würde, das machen wir jetzt einfach mal. Sorry. Hier muss das Ratio. Threshold macht jetzt bei dem Sound nicht so viel, aber der holt im Endeffekt das ruhigere und komprimiert das, dass man es besser hört. Macht bei Synthesizer-Sounds Sinn und auch um Sounds in einem Mix präsenter zu machen. Dann haben wir Sidechaining, der erkennt im Endeffekt, das macht jetzt dabei keinen Sinn, das würde bei den Flächen sein, der verringert die Lautstärke basierend auf zum Beispiel, hier könnte man es machen mit den Kicks, das wird halt gerne bei EDM-Sounds gemacht. Ich mache mal eben ganz schnell Glasgow. So, Glasgow kann ja
wie wir gelernt haben. Die neuen Strings, diese Mellotron-Strings. So, jetzt lassen wir da mal laufen. Das ist jetzt nicht gesagt, dass das dazu passt, was ich mache. Obwohl, ich könnte es eigentlich anders machen. Ich kopiere mir einfach das, paste das hier rein. So, und dann sehen wir mal direkt, was man so machen kann. Wir machen das mal klein. So, das ist unser Akkord, das wollen wir gar nicht wissen. Ziehen wir lang. Ziehen wir lang und den höheren lassen wir einfach einen später starten. So, das gleiche machen wir jetzt bei den anderen auch. Das ist jetzt ein bisschen malen nach Zahlen, weil man hierbei zugucken muss, aber das ist halt das, wie man es editiert. Ich muss da jetzt durch. Ups, jetzt hat die Note zu viel. Naja, dann nehmen wir die andere einfach. Was haben wir denn da überhaupt? Das ist die, ja, kann man 10 nehmen, das passt doch. So, so. So. Gucken wir nochmal, wie sich das anhört. Dann haben wir mal raus. So, und wenn wir jetzt hier drauf uns den Sidechain setzen und uns dann hier Track 2 aussuchen. Da hört man halt, die Lautstärke wird halt basierend auf dem anderen Instrument runtergedrückt. Ist eigentlich gedacht, um Instrumente, die auch ruhiger sind, in Mix reinbringen zu können, wird aber halt gerne so benutzt, dass ein recht statischer Sound, wie dieser Flächensound ja, dass der ein bisschen Leben reinbekommt. Ja, aber zurück zu unserem Salzburg, weil da haben wir noch ein paar Sachen, die wir draufpacken können. Equalizer, Filter, klar, es gibt einen Auto-War, der halt automatisch erkennt, wo wird eine neue Note getriggert und öffnet dann das Filter. Phaser, Flanger, Decimator ist halt so ein Bitcrusher, Delays und ein Reverb, was ja hier zum Beispiel Sinn machen würde. So ein bisschen mehr Fülle gibt. Wie gesagt, die sind halt jetzt neu, vor allen Dingen dann auch, dass man so viele da reinpacken kann. Ich könnte jetzt noch einen Equalizer dahinter packen, wäre vielleicht nicht uninteressant, um den Sound noch ein bisschen in der Frequenz zu mangeln, damit er sich vielleicht nicht mit einem anderen Sound aus dem Mix dann ins Gehege kommt. Das ist auch ein großes Ding. Also in der ersten Version hatten wir halt das, was wir immer noch hier haben. Es gibt diesen Standard Reverb Send, der auf den Hauptreverb geht, das ist der in dem Master. Und der ist halt für den kompletten Mix, der rauskommt, ab in den Reverb. Aber jetzt pro Teil nochmal 5 Plätze zu haben und vor allen Dingen jetzt neue Effekte, weil die meisten davon sind halt neu. Ich glaube, vorher waren es 3. Es war, glaube ich, ein EQ, ein Kompressor und ein einfaches Delay. Und die anderen sind neu, aber da bin ich mir nicht sicher. Das ist so ein kleines Update, was es da an neuen Funktionen gibt. Wir haben jetzt quasi das Update 2.5 dazwischen geschoben, weil es halt für viele, die Gadgets schon länger benutzen, interessant ist. Vor allem auch, was die neuen Gadgets oder Module können. Nach dieser Folge machen wir dann weiter mit den Apps von Korg, die man sich kaufen kann, die eigenständige Apps auf dem iPad sind, die aber dann auch ein Gadget mitbringen, was halt in diesem Fall hier Glasgow wäre. Das ist eigentlich Korg Module und das ist halt quasi der Synthesizer-Teil davon. Und wenn man sich dann
in der App neue Sounds kauft, kann man die halt auch in Gadget benutzen und man hat alle Steuerungsmöglichkeiten, die man in der App hat, halt auch eingebunden in Korg Gadget. Ja, ich würde sagen, ich habe alles, hoffe ich. Wenn nicht, ich werde auf weitere Features eingehen, wenn ich sie benutze. Diese Korg Nano Key Studio bzw. Nano Control Studio sind interessant. Ich überlege, ob ich da Gadget jetzt immer besser wird als kompaktes, mobiles Studio, ob ich mir nicht auch einen Controller zulege, der perfekt mit dem DAW abgestimmt ist. Ich habe zwar, ich weiß gar nicht, ich laufe mal eben, gucken wir doch mal. Ja. Da bin ich wieder. Ich habe zurzeit dieses Keith Macmillan QNexus, vor allen Dingen auch, weil es Control Voltage ausgibt. Das ist auch von der Größe her, das seht ihr jetzt nicht. Es ist ein klein bisschen größer, also so ein Stück größer als das iPad Pro. Und natürlich viel schmaler. Und hat halt ein paar Optionen, wie gesagt, Control Voltage aus und halt diese dreidimensionalen Tasten. Das heißt, der sendet nicht nur die Note, sondern auch hoch, runter, links, rechts und Aftertouch. Und die halt auch über Control Voltage. Deswegen wird das Teil wahrscheinlich irgendwann, wenn ich meinen Modular-Synthesizer bekomme, den ich mir bestellt habe, wo es dann auch hier eine Serie zu geben wird, wird das irgendwann darüber wandern, weil das ist halt auch ein Synthesizer ohne Tasten. Und dann brauche ich sowieso eine Alternative. Ich habe zwar noch ein MIDI-Keyboard, und zwar dieses Guitar Hero-Ding, was es für 10, 15 Euro gibt. Das reicht, um die Noten einzuspielen. Kann man auch mitnehmen. Aber ein Teil, was halt direkt darauf angepasst ist, wäre halt schon geil. Und die liegen halt bei über 200 Euro. Das ist dann noch so ein kleiner Grund, lange nachzudenken, ob man es braucht und erstmal ein paar Tests abzuwarten, wie gut wirklich die Einbindung ist. Müssen wir mal gucken. Das war's zum Korg Gadget 2.5 Update. Und ich glaube, die nächsten Folgen sollten dann recht schnell folgen, dann wieder in einem eher wöchentlichen Rhythmus, weil diese 4 Folgen in einem schnelleren Kaliber rauskommen, aufgrund der Aktualität und des Wissensverlangen von manchen. Ich habe über diese 3 Gadgets auch eine englischsprachige Version gemacht, weil halt viele in der Korg Gadget User Group auf Facebook wissen wollten, wie die Gadgets sind. Mal gucken, könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr wollt. Ja, ich bin euer Gentleman Rocker. Man sieht's.